ist vielleicht die Nachricht, auf die wir gewartet haben. Hier ist Mayflower 1, over. Stryker, ich habe eine Neuigkeit für Sie. Roger! Sie haben einen Passagier an Bord. Sein Name ist Joe Salucci. Er hat eine Bombe bei sich. Eine Bombe? Nein, nicht eine Bombe. Eine Bombe. Haben Sie mich gehört, Stryker? Und Stryker, Junge, wir haben alles auf Sie gesetzt. Reiß dich auf, feier Tür! Elaine, ich gehe jetzt nach hinten mit der Bombe. Ted, du bist mein Held. Ted, die Bombe. Ted, sei vorsichtig. Alle Kommunikationsleitungen sind frei. Wir sind bereit, an Buck Murdoch auf Alphabita zu übergeben. Over. Gentlemen, es fällt mir nicht gerade leicht, zu einem solchen Zeitpunkt zu reden, aber ich habe etwas zu sagen über diesen Jungen da oben. Und ich kann es zusammenfassen in einem einzigen Wort. Mut, Hingabe, Kühnheit, Stolz, Gips, Grips, Metall und R-U-T-K-G-R-A-T, Rückgrat. Ted Stryker hat mehr Rückgrat in seinem kleinen Finger als die meisten von uns in ihrem verkrumpelten Eingeweiden inklusive Dickdarm. Commander Murdoch. Was gibt's, Lieutenant? Die Mayflower kommt heißer als eine Feuerwerksrakete hier reingerauscht. Ihr Computer ist raus. Sie haben die Crew verloren und fliegen mit Handbedienung, Sir. Dann wollen wir lieber zum Tower gehen, Lieutenant. Wir haben keinen Tower, Sir. Keinen Tower? Nur eine Brücke, Sir. Warum zum Teufel werde ich über solche Dinge nicht informiert? Lieutenant, wie würden Sie das handhaben? Wir können versuchen, es zu ignorieren, Sir. Verstehe. So tun, als wäre nichts passiert und hoffen, dass morgen früh alles wieder in Ordnung ist? Nur eine Idee, Sir. Ich habe es erwogen. Es muss einen besseren Blickwinkel geben. Wenn Sie Ihre Crew verloren haben und auf Handbedienung fliegen, wer hat dann die Kontrolle über den Eimer, Lieutenant? Irgendein Kerl namens Ted Stryker, Sir. Ted Stryker? Kennen Sie den Mann, Sir? Nie von ihm gehört. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir waren mal wie Brüder. Wir sind im Krieg zusammen geflogen. Wir standen uns sehr nahe, bis zu dem Angriff auf Macho Grande. Auf Macho Grande, Sir? Ich fürchte, ich werde nie über Macho Grande hinwegkommen. Vergessen Sie es, Lieutenant. Es war kein hübscher Anblick, gehen wir. Gut, Sir. Was haben Sie festgestellt? Eigentlich nur, dass sich diese roten Lichter hier dauernd vor und zurück bewegen. Abgesehen davon scheint das Ding keine andere Funktion zu haben. Das ist unmöglich. Es muss irgendeine Funktion haben. Ich meine, warum sollte die Regierung das Geld in ein Ding mit roten Lichtern stecken, die sich vor und zurück bewegen? Das ergibt doch keinen Sinn, also machen Sie da weiter, Sir, ja? Diese Lichter da fahren fort, außerhalb der Reihe zu blinken. Ah, verstehe. Was sollen wir dagegen machen, Sir? Bringen Sie sie dazu, in Reihe zu blinken. Sie. Rorschach, was haben Sie Wir haben die Testreihe laufen lassen, Sir. Danke sehr, Rorschach. Was halten Sie davon, Captain? Das ist ein Vogel, das ist eine Kuh, das ist ein Pferd mit einem Hut. Sir, ich habe mir Ted Strikers Personalplatte geben lassen. Und? Sie wird Ihnen, glaube ich, nicht gefallen. Gott, das ist schlimmer, als ich dachte. Sir? Sie müssen in ungefähr 3 Minuten auf unsere Atmosphäre treffen. Wie wollen Sie spielen? Ich wünsche, dass ein 1,50 Meter Graben um die ganze Basis gegraben wird. Füllen Sie ihn mit Benzin. Sir. Sie? Ja, Sir? Bringen Sie Frauen und Kinder in die unteren Schutzräume. Kontakten Sie den japanischen Gesandten, Sir. Rorschach. Ja, Sir? Schaffen Sie mir eine komplette Akte über jeden, der The Sound of Music mehr als 4-mal gesehen hat. Ja, Sir. Wenn ich mir recht überlege, vergessen Sie diese Befehle. Periskope runter! Zuweilen spielt das Schicksal merkwürdige Spiele mit uns, Lieutenant. Schicksal, Sir? Stryker löschte seine gesamte Staffel über Macho Grande aus. Und jetzt sind die Leben dieser Menschen da oben in seiner Hand. Ich schätze, die Ironie ist zuweilen recht ironisch. Was würden Sie sagen?
Aber es ist jetzt sein Schiff. Er ist der Obermotz. Der Klops der Klopse. Numero uno Honcho. Der oberste Käse. Irgendwann ist alles mal vorbei. Heereskorb auf! Sir, wir haben Funkkontakt. Also gut, Striker. Schalte jetzt die Hilfstriebwerke ab. Der Hebel! Murdoch, der verdammte Hebel ist abgegangen. Ich hab ihn in der Hand. Wir sind immer noch auf Warp. Na, dann versuch einen anderen. Da sind keine anderen Hebel, nur Schalter. Knöpfe auch nicht? Nein, Knöpfe auch nicht. Nur Schalter, Lämpchen und Knäufe. Oh, hör auf mit dem Selbstmitleidgequatsche, Striker. Wir haben alle unsere Schalter, Lämpchen und Knäufe, mit denen wir fertig werden müssen. Ich meine, hier unten sind buchstäblich Hunderte und Tausende von blinkenden, piepsenden und blitzenden Lichtern. Blinkenden und piependen und blitzenden. Sie blinken und sie piepen. Ich kann es nicht mehr länger aushalten. Sie blinken und piepen und blitzen. Warum zieht dich jemand den Stecker raus? Ich bin in Ordnung. Ich bin in Ordnung. Also gut, Striker. Ich muss das Ding durch Kurzschluss ausschalten. Funktioniert. Wir verlieren Geschwindigkeit. Und es fühlt sich an, als würden wir jeden Moment zerbrechen. Alles fängt an zu wackeln. Alles fängt an zu wackeln. Jetzt fängt sie an zu flattern. Jetzt fängt sie an zu flattern. Jetzt fängt sie an zu... Sie fängt an zu... Was fängt sie an zu tun? Was fängt sie an zu tun, Striker? Zittern, Ted. Sie fängt an zu zittern. Sie fängt an zu zittern. Wie schlimm ist es, Sir? Es ist nicht gut, aber zumindest fängt sie nicht an zu zerbrechen. Sie fängt jetzt an zu zerbrechen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Milliarden Menschen hängen an jedem unserer Worte. Die Augen, Ohren, Nasen und Kehlen eines jeden Amerikaners sind auf dich gerichtet. Jeder einzelne von ihnen hofft und betet, dass du das Schiff runtersetzen kannst auf den Boden in einem Stück. Also, Striker, du fängst damit an, dass du deine Landegeräte in Position bringst. Klappen senken. Es gibt kein Zurückschauen. Leg deinen Horizontsensor an und bring sie ins Gleichgewicht. Und kämpfe nicht gegen sie, halte sie gleichmäßig. Nase nach oben! Sie hatten einen angenehmen Flug. Und fliegen Sie bald wieder mit Pan Universe.